Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA. Und wir sind heute weiter dabei mit den nächsten wahrscheinlich Transfers. Drei Leute haben wir schon geholt. Schwolo, Piontek und Alario sind neu dabei. Mal gucken, wer den anderen Club jetzt noch ein bisschen was verändern wird. Ich hoffe, dass jetzt noch der ein oder andere Spieler für ordentlich viel Geld den Club verlässt. Wo sind wir denn überhaupt mittlerweile? Transferangebot für Renault. Das Angebot für Siegrist, okay. Ja, kann gehen. Renault, nein, bleibt. Siegrist kann gehen, aber Renault nicht. 8 Millionen, ja. Für Tommy. Leider nur. So, gucken wir mal, was wir jetzt an Kohle haben. 6, irgendwas Millionen mal gerade noch. Da wirst du bei keinem unserer Spieler mit so absolute da wirst du keine hohen Sprünge machen. Deadline ist doch bis zum 31. August, das ist nicht tragisch. Das ist heute, läuft doch. Ich weiß nicht, ob wir heute noch mal ein Spiel sehen. Oh, Terodde wird von Espanyol Barcelona umgehabt. Das ist gut. Wenn die den unbedingt losvereisen. Wenn die den unbedingt losheißen wollen. Ja, es ist halt nicht viel, aber es ist halt Geld. Rashika und so. Gucken, was die am Ende, was die bringen würden. Ich muss immer meinen Kader kleiner kriegen. Es ist irre, was da teilweise noch an. Ja, ich leide. Ich. Hau die ganzen Leihspieler erstmal raus auf den Transfermarkt, weil ich brauche die Kohle. Transferliste sitzen. Auf Transferliste sitzen. Ausleihe abbrechen. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt alles abbrechen muss. Ich versuche die gerade alle loszuwerden. Was bringt mir nichts, wenn ich die noch auf dem Transfermarkt habe? Eles. Müsste streichen. Malik Ciao. Transferliste sitzen. E-List. Ausleihe abbrechen. Wobei, Malik Ciao behalte ich. Den nehme ich mir wieder auf den Kader. Dann habe ich zumindest meinen Innenverteidiger, den ich unbedingt brauche. Und das ist einer aus der eigenen Jugend, der weiß auch, wie es funktioniert. So. Gut. Das. Transferliste. Mustafi ist ja eh gesperrt. Timo Becker. Kann eigentlich auf den Transfer. Soll aber in die zweite Liga mitgehen. Laut Original. Liste streichen. Gaudino. Ich vertick die jetzt gerade alle, dass ich die loswerde. Transferliste setzen. Ausleihe abbrechen. Tut mir leid, dass ich jetzt alles wieder zurückhole, aber das ist halt das Problem. Ich brauche es alle noch. Ich brauche das Geld dafür. So, erstmal die ganzen Leihspieler zurückkriegen. Jetzt kriege ich bestimmt 1000. Ja, ich habe 9 Nachrichten. Rückkehr ausgeliehener Spieler. Das ist klar, ne? Das sind alles jetzt erstmal die ganzen Spieler. Ich mache das jetzt nur, um das finanziell ein bisschen besser dargestellt zu sein, eventuell. Klar ist der Kader irre groß, aber so habe ich einfach Möglichkeiten. So. Ja, Kerem Çalhanoğlu. Hey Boss, ich bin überrascht. Hey Boss, ist überrascht. Ich kann dir keine Spielzeitgarantie geben. Das ist mir herzlich egal. Ich kann dir auch keine geben. So. Ich sehe mich lediglich um. Eventuell behalte ich dich aber auch noch. Ich muss mal gucken, was die Finanzen. Super, sind wir uns einig. Eigentlich bist du weg. Einfach mal knallhart. Ja, sorry, ist halt leider so. Ich kann halt keine Spieler jetzt gebrauchen, die mir einfach ohne Mengen Geld kosten. Und das ist es halt. Ich will mein Kader ein bisschen qualitativ auf jeden Fall verbessern. Und das ist halt das Problem, dass ich einen Spieler aus der
Was war das jetzt? Ach so, ist das jetzt wegen. Ach, das ist das neue Bundesliga-Layout. Ah, okay, verstehe gerade. Verstehe. Oh, ich habe lange keinen. Geht alles irgendwann, glaube ich, mit der Bundesliga los, ne? Ach komm, Leute, ey, das kann auch nicht sein, dass ich jetzt Spieler auf der Liste habe, die ich nicht brauche. Erstes Spiel gegen Union. Ach, guck mal, so sieht man sie nicht wieder. Oh, Transferangebot für Herodde. Das ist immer gut. Der Nesli-Spor. Ach komm, bevor ich ihn jetzt loswerde. Bevor ich ihn jetzt überhaupt nicht auf der Transferliste loswerde. Gegen Mönchengladbach ist vorgezogen worden, okay. Und dann spielen wir heute sogar noch das Union-Spiel. So, erste Pressekonferenz. Die Neuen sollen heute auf ein bisschen was knipsen. Schön, dass Sie alle da sind. Dann beginnen wir mit den Fragen. Ja, wichtig ist die Konstanz auf jeden Fall. Wir sind ja gerade erst aufgestiegen, ne? Wir sind ja offiziell Aufsteiger erst. Bleibt uns nicht mehr. Ich Ja. möchte mich bei allen herzlich bedanken. Aber wenn ich jetzt mich die Folge beende, sind wir hier bei 5, 6 Minuten und das ist aber zu wenig. Deswegen wird heute tatsächlich das Spiel gegen Union. Ich denke drüber nach. Naja, ist das neue Bundesliga-Layout. Cool. Gefällt mir sogar. Dann gehen wir rein ins erste Saisonspiel. Heimspiel gegen Union Berlin. Damit, wie die alte Saison beendet, startet die neue. Ja, Piontek spielt auf jeden Fall von Beginn an, das ist ganz klar. Ansonsten, ja, Spolo. Gehen wir rein, auf jeden Fall ein Spiel. So, dauert jetzt einen kleinen Moment hier, bis das hier immer so weit über unter Dach und Fach ist. Ihr kennt das ja, ne? Dann geht's los. Endlich wieder Bundesliga. Shkodran Mustavi steht heute im Mittelpunkt. Denn nach seiner Verletzungspause steht er heute wieder in der Startelf. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Wobei der auch Angebote bekommen hat zwischendurch. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolfsfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir übertragen Ihnen heute ein Spiel vom ersten Spieltag der Bundesliga. Schalke 04 gegen Union Berlin. Jetzt geht es hier also endlich wieder los, die Liga. Spieltag 1. Beide Mannschaften haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Und auch die Fans erwarten diese Punktspiele. Es kribbelt, keine Frage, Wolf. Endlich geht's rein in die neue Saison. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Alexander Schwule ist der Torhüter. Sead Kolasinac spielt mit Daniel Amati in der Verteidigung. Und im Sturm sehen wir zu Beginn dieser Partie bei Ihnen heute nur einen Stürmer. Ja, Piontek, der Neue. Von Hertha neu gekommen.
für 25 Millionen. Mal gucken, ob er heute seiner Erwartung gerecht wird. Sonst kann es das ganz schnell um die Ohren fliegen. Wir haben ja noch Coutinho und Alario. Aber das ist die Mannschaft von Union, die auf jeden Fall, sich auch auf jeden Fall gut verändert hat, nach dem Ausstieg. Und zwar aus dem Mittelfeld. Hinspiel übrigens. Letztes Spiel, letzte Saison, das 4:2. Da haben sie sich ja schon mal getroffen. Und mal gucken, wie die diese Saison jetzt aber rein gut reinkommen. Da ist Alexander Schmoller, der Neue, bei uns im Tor. Und dann gucken wir mal. Ob es heute losgeht. Okay, auf geht's. Der FC Schalke 04 mit dem Anstoß. Spiel beginnt. Viel hat sich geändert. Richter. Ja, hier. Nicht der. Oh, das kann schon gelb geben. Das kann schon die erste gelbe Karte geben für die 25. Doch, da gibt es keine Verwarnung. Das war nicht schlecht, aber war nicht gut gemacht, Matej. Der da. Den Freistoß gut versemmelt. Nein, wer soll diesen Ball? Latza. Weg ist aber. Das könnte was werden jetzt. Gut gemacht, der Rosso, ehemaliger, Jatana. Oh, Tor! Erstes Tor für die Blau-Weißen. Ist es Piontek? Nö. Es ist Marco Richter. Das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Endlich wieder Bundesliga-Fußball. Nach zwei Jahren. Reihenweise stehen lässt und dann hat er Zeit. Dann kann er den Ball annehmen und sich die Ecke aussuchen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Auf jeden Fall das erste Saisontor in der Bundesliga. Marco Richter. Mal ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für die Hertha. Der neue Spielstand damit 1:1. 11 Minuten sind hier gespielt. Oh, danke für das Update. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Union will aber jetzt ein bisschen was kommen. Richter, der Torschütze. Amatej, der jetzt versucht ein bisschen was. Ja, auch der hat schon Angebote bekommen. Ja, scheiße. Besonders zu schlecht gespielt, oder? Ja. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Ja, mal gucken, wie das Spiel heute ausgeht. Hier hinspielen, wie gesagt. Das war das Hinspiel, ja. 4:2. Am letzten Spieltag der zweiten Liga trifft man sich in der Bundesliga so wieder. Sergan Blažić. Ja, abseits, richtig. Bella Kotschab. In den letzten Tagen stand er natürlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, denn er musste einige Wochen verletzt pausieren. Aber jetzt hat er grünes Licht von den Ärzten bekommen. Er darf wieder spielen. Und Richter, der Torschütze. Irgendwie beeinflussen. Ja, kommt doch nicht rein in dieses Spiel. Immer wieder einer der Berliner dazwischen. Und der nächste. Und jetzt gibt es hoffentlich wahrscheinlich die Game, weil es ist wieder die 25, der eben schon das erste vorgezogen ist. Und auch wieder hier lässt der Schiedsrichter mit der Gnade vor Recht arbeiten und sagt: Nö, reicht nicht. Jetzt tritt der Nächste zu. Da wird es jetzt auch hoffentlich irgendwann mal gelb geben. Einfach mal eine Ansage machen. Auch hier gibt es, oder? Sagt er doch noch gelb? Nö. Sagt er nicht. Also es ist jetzt das dritte nicht ganz einfache Foul und trotzdem wieder. Das ist ja cool, dass sie noch schon schön rübersteigen. Das kann auch nicht sein. Das ist jetzt das mittlerweile dritte Foul und dann sagt er nicht gelb. Und bei mir wird er wahrscheinlich im ersten Spiel, ersten Foul wird er gelb gezeigt. Also, mal gucken. Kobe Lamski. Neue Trikotnummer Nummer 17. Jetzt nicht Nummer 11 mehr, weil die 11 sollte eigentlich für Raschika sein. Wenn der irgendwann mal kommen sollte. Naja, mal schauen. Wir sehen noch, wie es weitergeht. Mit den Transfers. Max Kruse. Da haben sie
den Ball. Gut gemacht. Schön gemacht. Es gibt ein Tor im Parallelspiel. Im Studio gibt's alle Infos jetzt. Wir haben hier den zweiten Treffer für Hertha BSC. Der neue Spielstand heißt damit 2:2. Gespielt sind hier... Oh nein! Ernsthaft? Ah, ja, ja, ja. Deswegen hat man Schmolo geholt, weil der das Ding da rausholt. Schönes Ding. In Sachen Ballbesitz ist Schalke hier in diesem Spiel das noch nicht schlecht. Aber sie machen eben sehr viel. Ah, es gibt Ecke. Oder? Ja. Effektiv rausgekommen ist diese Führung. Klar, dass sie die Führung ausbauen wollen. Ja, jetzt gibt's Eckball. Gute Möglichkeit also. Sead Kolasinac. Nee, den Ball. Schade. 36. Minute, es ist noch nicht das 2-0 gefallen. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Ball kommt in die Mitte. Okay. Er kann den Ball klären. Richter, der Torschütze. Jetzt über außen mit Tempo. Scheiße. Ah, kriegt er den? Ja. Ja, jetzt muss er aufpassen. Und Piontek. Und jetzt gibt es den Freistoß. Der nicht. So, jetzt gibt er immer auch mal Gelb, Schiedsrichter. Und das, jetzt gibt er Gelb. Beim vierten Foul der Berliner gibt er Gelb. Aber gut gemacht auch. Vom Zehner dort. Dann war es wahrscheinlich Bujelab, ja. Ja, da mit einem Haken das Foul zieht. So, dann ist es der Neue. Der es kann. Nö, gar nicht. Und damit ist es zum 1:0 zur Pause. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Eine frühe Führung gibt Selbstvertrauen. Das sehen wir auch heute wieder. Ja, der Treffer hat ihnen natürlich in die Karten gespielt. Sie machen einen wirklich guten Eindruck. Ja, Marco Richter nach 8 Minuten, der man auch zwischendurch mal angeboten hat, über 30 Millionen oder 30 Millionen wollte man haben, hat man nicht bekommen. Und gut, dass er noch da ist, der Junge. Gut, dass er noch der da ist. Schalke 04 mit dem Anstoß, Spiel. Kurz mal eben die Zwischenstände. Bayern Hertha 2:2. Wolfsburg 2:0 führt gegen Wolfsburg führt 2:0 gegen Freiburg. Dortmund führt 1:0 in Hoffenheim. Gladbach Frankfurt 0:0. Und das Abendspiel heißt noch Mainz gegen Bremen. Aber und hier steht es 1:0 für die Schalke. Und los geht's. Und jetzt geht's hier weiter. Drei Punkte wären super zum Auftakt hier. Aber wie gesagt, das Spiel ist irgendwie noch nicht durch. Es kann noch einiges passieren und mal gucken. Wenn er der erstmal durchsetzt. Ah, klasse geklärt. Gut, Kolasinac. Nächste Tor, oder was? Hertha führt. Also die Hertha hat ihn so ein bisschen zerrupft worden vom FC Schalke. Zwei wichtige Stationen weg. Oder zwei wichtige Topspieler weg. Aber wahrscheinlich haben die auch nochmal gut dann nachgeholt, nachgekauft. Jetzt. Auf jeden Fall erstmal Union, Bastion. Ja, die Union kommt jetzt ein bisschen gerade, weil ich da auch nicht reinkomme in dieses Spiel. Jetzt haben wir. Zuletzt Diskussion gegeben. Geht, da bleibt. Oh, Richarlison. Jetzt kennen wir das Ergebnis. Er geht. Der Wechsel steht fest. Und jetzt die Chance. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Bading. Kolasinac. Es tut sich was im Borussia Park, nämlich ein Tor. Wir geben kurz ab ins Studio. Okay. Wir haben hier das erste Tor für Frankfurt. Das war nichts, das war überhaupt nichts. Und Bischof Sommer, das ist der erste Fall. Du hast gegen Union das beim vierten Versuch. Naja, doch nicht. Okay. Max Kruse, der im letzten Spiel überhaupt nichts auf die Rettung bekommen hat.
Jetzt, denn es gibt tatsächlich keinen. Das war kein Foul für mich. Und da ist das 1:1. Max Kruse sagt, der hat letztens nichts auf die Reihe bekommen und versenkt, das ist ein Freistoß hier. Scheiße. Ja, der war gut getreten, muss man sagen. Max Kruse. Ja, wenn du eigentlich alles im Griff hast und dann so ein blödes Ding da fängst. Aber gut, war gut gemacht, der Fall. Gut, das Ding erlöst. Die nächste Partie in der Bundesliga steht an für den FC Schalke. Oh, Piontek, jetzt zwei Mann stehen, das ist Union, ja. Tor! Der neue trifft. Aber genau deswegen habe ich auch geholt. Abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Grund zur Freude auch am Spielfeld. Also wieder zumindest die Führung. Das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Erstes Bundesliga-Tor. So, jetzt werde ich nochmal wechseln, damit auch der Neue mal ein bisschen was kann. Piontek hat auf jeden Fall sein erstes Ding vorgelegt. Und jetzt probiere ich mal jetzt werde ich einen Doppelwechsel ziehen. Und der nächste Neue kommt Alayo. 22 Minuten Neuzugang aus Southampton, ehemaliger Leverkusen und jetzt bei uns an Bord. Oh, schönes Ding auf Kobylanski. Na, schade. Krüger hat es verpasst ein bisschen. Jetzt haben sie den Ball wieder. Christopher Lenz. Gleich ist hier Schluss, aber sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen sie die Chance. Scheiße! Gib ihm. Krüger. Unten steht Alario, der jetzt versucht nochmal in Position zu gehen. Alario. Und da kommt noch der Berliner dazwischen. 85. Minute. Diese Ecke treffen würde das sicher noch mehr Ruhe reinbringen. Sie wechseln aus. Auf einem anderen Platz ist ein Tor gefallen. Oh, mit Damian auf der Linie gestanden hätte, wäre es das Tor geworden von Alario. Stand hier 4:4. Gespielt sind 85. What the fuck? Berlin gegen Bayern, oder? Ich sehe auf Unentschieden. Auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Christopher Lenz. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Ah! Jetzt Kruse. Ein Angriff ist noch drin. Jetzt oder nie. Sie können den Ausgleich schaffen. So, jetzt vielleicht den Zumachen, den Angriff. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Schöner Pass. Weg ist der Ball. Scheiße. Egal. 2:1, 3 Punkte. Nun steht es fest. Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Sie kommen hier gut aus den Startlöchern. Sieg in der ersten Partie. Mehr geht nicht. Und jetzt warten wir mal ab, ob sie das im nächsten Spiel bestehen.
muss er besser verteidigen. Ball an den langen Pfosten. So, auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir das erste Spiel gewonnen. Wir haben die ersten drei Punkte auf dem Konto. Wir gucken mal kurz auf die anderen. Oh ne, wir haben noch ein Interview gestellt zu hören. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. So. Ja, neuer Erfolgsgarant. Soll auf jeden Fall vorne die nötigen Tore machen. Was heißt, du überzeugt? Er hat doch mal gute Dinge rausgeholt. Also, an dem Tor kann er nichts machen. Oh, wir sind sogar schon Vierter, also kurz noch im Interview mal reingucken. Hier mit eurem scheiß Spielertausch, lass mich in Ruhe. So, der Rod ist weg. Für 1,8 Millionen nach Denizlispor. Jo, dann haben wir's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gibt's wieder ein bisschen Transferfenster. Bis dahin und tschüss.